Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Toto Akatorsten, beim Clan True Warriors. Heute mal keine Clan-Kriegsfolge, sondern was haben wir? Wir haben zurzeit Lakaien-Event, wir gucken mal rauf. Ich muss euch mal wieder mit der Facecam beglücken hier, weil ich bin ja nach wie vor so ein kleines Spielkind und ich hoffe, das gefällt euch trotzdem, was ich hier mache. Wir gucken aber aktuell trotzdem jetzt mal ins Tablet rein. Das heißt, ich gucke ab und zu mal ein bisschen nach unten. Ich hoffe, das stört nicht so sehr. Sonst, ich muss noch ein bisschen hier an meiner Position der Kamera sicherlich arbeiten. Mit der Greenscreen-Geschichte, das kriege ich im Moment schlecht hin. Ihr seht das hier im Hintergrund. Ich habe eine Schräge, da kann ich ruhig 50 oder 100 Quadratmeter grün hinpflanzen. Das funktioniert alles irgendwie nicht. Wenn jemand da vielleicht einen Tipp für mich hat, selbstverständlich könnte ich hier jetzt meinen gesamten Raum umbauen, so dass ich hier alles an einer geraden Fläche hätte, aber das geht auch nicht. Also, wir gucken mal rein. Wir haben aktuell nämlich das Minion-Event, also das Lakaien-Event. Und der Lakai kostet nur ein einziges Dunkles. Das ist natürlich, das kommt uns richtig gut entgegen. Denn bei uns im Dorf, ich habe jetzt im Moment 169.000 Dunkles Elixier. Das brauche ich für den King auf Level 35, dann er ist in einem Tag eine Stunde auf 34. 160.000 Dunkles kostet er auf Level 35. Die machen wir in jedem Fall gleich weiter. Ihr seht das oben, ich habe einen Bauarbeiter im Moment frei und habe aber meine dritte La, das war diese hier unten, jetzt auf Level 8. Was richtig gut war, ich konnte gleich die nächste auf Level 8 anstoßen. Das heißt, die letzte La läuft bei mir. Und im Moment sieht es so aus, in 4 Stunden, 8 Minuten läuft auch mein dritter Wizard Tower hier aus. Ziel ist für mich eigentlich heute, dass ich den dritten dann anstoßen kann, also vom Flächenschaden her wieder etwas stärker werde. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir das Labor nicht vernachlässigen. Da ist nämlich in 5 Stunden der Jumpspell fertig und ich weiß noch nicht, was ich danach mache. Das muss ich mal gucken. Keine Ahnung, es wird sicherlich irgendeine Fun-Truppe. Ich weiß es wirklich noch nicht. Aber muss ja auch noch ein bisschen was reinfahren hier, um irgendetwas Maximales zu machen. Wir machen hier eben mal die Gambox nebenbei weg. Räumen eben einmal die Lager etwas auf. Dorfpflege muss ja immer so ein bisschen sein. Denke ich mal. Und dann gucken wir uns gleich einen Gegner einfach mal aus. Ich sehe, ich bin auch mal angegriffen worden hier, aber habe die Defense gewonnen. Der Gegner hat nicht wirklich viel geholt. Der war natürlich auch nicht mit so super Truppen da. Und wenn der Bob jetzt hier fertig ist, da ist er fertig. Er hat mir 25 Gems gegönnt, was natürlich richtig gut ist. Dann gehen wir einfach mal rein ins Spiel. Ich mache im Moment oder mache überhaupt das erste Mal in dieser Position Angriffe und auch Videos. Scheinbar funktioniert das bei mir auch. Mein Tablet ist jetzt nicht 100 Kilo schwer, also ich schaffe das gerade noch so mit einer Hand zu bedienen und gucke mal, wo wir mit unseren richtig vielen Minions was reißen können. Das ist eigentlich schon so eine Base, da geht was, weil ich habe einen Sprungzauber dabei und ich habe die Queen dabei und in der Clanburg habe ich... Oh, na okay, ich wollte eigentlich Lakaien haben, aber dann nehmen wir mal einfach die Riesen mit und würde sagen, wir nehmen den einfach mal mit, denn der ist relativ schwach, was die Def angeht. Hat hier recht ungünstig seinen Bombentower eigentlich platziert. Da nehmen wir einfach mal ein paar Lakis, die den eben mal wegmachen und dann können wir hier schon mal mit den Lakis noch das eine Lager hier wegmachen und ja, das ist wunderbar. Dann hauen wir hier mal unsere Riesen raus und die brauchen gar nicht weit springen, denn wir gehen ja mit unseren Lakaien rein. Letztendlich sollten die natürlich so ein bisschen die Def wegmachen, also die Riesen sollten das machen. Mal gucken, ob die Queen jetzt auch noch springt.
das sieht ganz gut aus, aber die Lakaien haben leider nichts gerissen. Aber die Queen schafft in jedem Fall noch die Luftabwehr und jetzt schicken wir hier unsere gesamten Truppen mal rein. Mal sehen, ob die jetzt auch so ein bisschen in die Mitte gehen. Wir müssen mal hier einmal friesen. Wir haben da einen Adler zu verteidigen. Das ist natürlich scheiße. Aber das sieht jetzt ganz gut aus. Ich sehe das jetzt gerade nicht so richtig im Finger. Aber die gehen ganz gut durch. Hier hauen wir jetzt noch den zweiten Fries rein. Nochmal so ein paar Minions. Und dann haben wir, glaube ich, das Dunkle gekriegt. Wir kriegen das Rathaus nicht ganz. Schade auch. Na, kann man nichts machen. War ein doofer Angriff, aber es waren ein paar Ressourcen. 240.000 Gold, 144.000 Elex und natürlich viel zu wenig. Naja, was heißt viel zu wenig? Wir haben jetzt für die 120 Lakaien ja nur 120 Dunkles ausgegeben. Das heißt, wir haben doch noch einen sauberen Gewinn von über 600 Dunklem für die Truppen. Und von daher war das sogar ganz in Ordnung. Ich habe die Queen im Moment im Boost, das heißt, wir können gleich einen zweiten Angriff machen, aber mir fehlt noch ein Zauber, nämlich ich nehme doch wieder einen Sprungzauber mit. Mal sehen, was mir der Clan in die Clanburg packt. Und ich könnte das natürlich mal anfordern. Lakis bitte. Und dann habe ich noch mal ein paar mehr. Und dann gucken wir einfach gleich den zweiten Angriff an. Machen wir kurz einen Cut hier und dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, das bis gleich ist jetzt leider schon um und wir haben unsere Truppen fertig. Wir haben wieder 120 Minions, wir haben nochmal 16 Stück in der Clanburg und haben, ja okay, ich mogel jetzt ein bisschen, wir haben drei Bogis da noch mit drin. Die hat mir sicherlich einer reingegeben, um das ganze Ding voll zu machen hier. Machen also das, was wir nämlich noch nicht geschafft haben. Wir haben noch gar nicht den Erfolg geschafft. Das ist natürlich blöde. Jetzt habe ich schon einmal Minions ausgebildet, aber ich gebe mit denen heute auf jeden Fall nicht auf, weil ich ja noch ein bisschen was reinfahren muss. Und deswegen gehen wir direkt mal in einen Kampf hinein. Mal schauen, ich habe so ein bisschen jetzt mal sehen, wie hoch ich das halten kann. So. Ja, so sieht das noch ganz gut aus. Dann seht ihr mich eigentlich auch noch ein bisschen besser, denke ich mal. Und wir gucken mal, dass wir einen Gegner finden. Wir haben die Queen, wir haben 120 Minions und noch so ein paar im Schlepptau. Vielleicht sollten wir uns doch nicht so was Schweres suchen wie eben. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber egal, es soll ja auch Spaß machen. Nicht nur mir, sondern euch, auch euch, wenn ihr mir beim Clashen ein wenig zuschaut oder vielleicht sogar ein bisschen was mitnehmt. Vieles macht man hier sicherlich, auch ich, immer mal wieder just for fun. Gerade jetzt hier mit den vielen Lakaien. Das mache ich ja nicht jeden Tag. Das mache ich jetzt hier, weil das Event läuft. Ich meine, der Lakai für ein Dunkles ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich günstig. Damit kann ich meine Farbgruppe ein bisschen ersetzen. Ich bin ja immer noch mit den Kobolden unterwegs und gucke aber mal, dass ich immer mal wieder ein bisschen was reinkriege hier. Wie ist mir eigentlich egal. Hauptsache es ist für mich in erster Linie billig, wenn ich Bauarbeiter frei habe oder wenn ich auf mein King so ein bisschen spare. Gut, jetzt gebe ich ein bisschen Dunkles aus. Ja, eigentlich mache ich das nicht. Da bin ich ganz hart zu mir, da sage ich immer nein, ich nehme nur Elex-Truppen. Wenn dann dunkel ist, dann überhaupt nur ein Zauber oder so. Und ansonsten mache ich das Plan komplett mit Elex-Truppen, um wirklich jeden Tropfen Schwarzes irgendwo zu sparen. Weiß ich nicht, wie ihr da seid, könnt ihr mir mal in den Kommentaren lassen, ob ihr das auch so pingelig seht, wie ich das zurzeit sehe. Und mal gucken, was wir hier jetzt finden. Im Moment sieht das ein bisschen mau aus, aber ich möchte ja eigentlich auch einen Stern mal mit meiner Truppe hier gewinnen, damit ich das Event auch mache, sonst muss ich ein bisschen umschwenken auf vielleicht Golaloon oder so. Da geht ja auch noch ein bisschen was mit der Queen, weniger mit dem King. Ich habe jetzt auch auf den Jumpspell verzichtet, weil ich natürlich keine Riesen in meiner
Clanburg habe. Nur sollten wir jetzt mal einen Gegner, denke ich mal, finden, der uns ein bisschen anspricht, der ein bisschen Ressourcen für uns hat, um dort mit unserem Gold und mit unserem Elex etwas weiterzukommen. Ich habe auch gestern 2 Mauern weitergemacht. Ich habe jetzt 101 Mauern. Das finde ich richtig krass. Habe also nur noch 174 Stück vor mir. Und bis mein Dorf dann fertig ist, das dauert ja eh noch relativ lange. Und ich bin zuversichtlich, dass ich mit den Mauern ganz gut nachkomme und zum Start von RH11 alle Mauern auch auf Max-Level habe. Wenn das nicht so ist, dann fahren wir hier halt bis zum geht nicht mehr dann Mauern ein. Und gucken mal, dass wir dann zeitnah auf RH11 gehen. Aber ich glaube, das wird im Moment nichts. Ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut. Und ich suche einen Gegner raus und dann sehen wir uns gleich. Jo, ich würde sagen, da ist der Gegner. Kleinen Moment, ich muss mal eben das Handy ausmachen. Ja, das passt natürlich richtig gut in so einer Folge. Das muss ich mal eben ausmachen. Ich will das jetzt nicht anhalten, weil ich jetzt gerade den Gegner hier gefunden habe. Und wir lassen den einfach mal eben auf den Schirm. Ich mache mal hier auf einen anderen Modus. So, okay, dann schauen wir mal rein. Oh, wir haben ein schwarzes Bild. Ja, das ist mir auch noch nicht vorgekommen, aber wir haben es sofort wieder und gehen jetzt in den Kampf rein. Da ja alles live ist, ist das eigentlich alles perfekt für uns hier. So ist hier nichts gestellt, hier ist nichts geschnitten. Hier ist alles live und wir haben das Bild ja relativ schnell wieder gehabt. So, 10 nehmen jetzt mal eben hier die Ressourcen ab. Das geht echt mit den Minions auch sehr gut. Die brauchen nur halt sehr lange, bis sie fertig sind. Also viel, viel länger als meine andere Armee. Wir schauen mal, wo wir hier jetzt noch was rausholen können. Wir haben auch ein bisschen Gold zu holen. Das ist sicherlich in den beiden Lagern hier vorne. Und ich würde sagen, dann ziehen wir die hier mal nach. Wir gehen hier ruhig mit allen Truppen rein. Das ist nicht so tragisch, auch wenn wir hier eigentlich jetzt richtig was verschwenden. Nehmen hier jetzt auch mal die Zauber mit rein. Zweimal richtig Gas geben. Einmal hier friesen. Wir friesen hier alle 4 Teslas. Das ist natürlich richtig geil. Und kommen jetzt nochmal mit den restlichen Minions nach. Haben hier jetzt das Rathaus noch geholt. Da sind 42%. Ich brauche meine Queen gar nicht einsetzen. Super, die Minions machen da noch die beiden Lager in der Mitte. Und ich lasse die Queen jetzt so, wie sie ist. Könnt ihr jetzt noch 1-2... Nee, das machen wir gar nicht. Wir nehmen tatsächlich 1-2% noch mit. Das ist eine gute Sache. Und ich würde sagen, ja, es war ein mehr oder weniger gelungener Angriff. Dann zünden wir die Queen hier auch. Dann beenden wir das Ganze. Ja, war jetzt in Ordnung. Mit einer kleinen Panne ein paar Ressourcen dazu geholt. Wir haben jetzt aktuell 4.348.494 Gold. Haben ganz gutes Elex dazu geholt. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was ich hier tatsächlich forsche. Nehmen jetzt nochmal irgendwas, denn meine nächste Armee, ja, ihr wisst es, es sind die Kobolde nach wie vor meine Farmarmee schlechthin. Die Armee ist zwar etwas teurer von den Ressourcen her, nämlich 160.000, aber ich denke mal, wir nehmen danach nochmal so eine Horde Minions. Wir bauen hier einfach nochmal 120 Stück nach und ich denke, das kriege ich auf jeden Fall bis heute Abend rein. Ich hatte ja gesagt, wir haben einen Clankrieg im Moment. Ich bin mit keinem Char im Moment in den Clankriegen hier bei den True Warriors. Liegt einfach daran, dass ich ein bisschen weniger Zeit habe und auch alle meine Helden im Bau habe. Und ich will gerade bei den großen CKs hier nichts riskieren. Aber wir haben, um das immer wieder hier unten zu betrachten, nur ein RH8. Der Gegner hat kein RH8. Das macht an der Stelle jetzt hier in dem 30er Clankrieg überhaupt nichts. Das kompensieren wir. Und alle anderen Rathäuser, die wir hier sehen, also sowohl die 9er als auch die 10er und auch die Rathaus 11er sind völlig ausgeglichen hier. Das wird ein richtig spannender CK, da kann ich euch sicherlich einiges von zeigen.
Und wir haben ja auch zwei neue Leute drin, nämlich den Armen und den Rainer 47. Da bin ich auch mal gespannt, wie die sich hier schlagen und ob die sich auch bei uns wohlfühlen. Und mal gucken. 8 auf 8, Hocke auf 8. Also das passt absolut hier von den Rathäusern her. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass das so gelaufen ist. Wie gesagt, ich mache mit keinem im Moment hier bei den True Warriors mit, denn ich bin mit dem Avatar-Char in einem anderen Dorf. Das Video sehen wir aber auch noch in dieser Woche, wie ich mich da so schlage und warum ich mich da überhaupt so schlage. Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, auch mit mir und mal wieder der Facecam, ist ja für mich auch ganz ungewöhnlich, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder, wenn der Toto wieder clasht. Bye, bye.